Let's go, Daniel. Ja. Freut mich, dass du hergekommen bist. Erstmal die wichtigste Frage: Hast du gut hergefunden? Ja und nein. Wir machen das nochmal. Nee, tatsächlich ist es so, ich habe ein iPhone 10 und das hat GPS-technisch echt irgendwie Probleme, ist bekannt. Und auf einmal bist du eine Straße nebenan und ich habe mich heute zweimal verfahren. Also es hat mich ungefähr 10 Minuten extra gekostet, um hierher zu kommen, was jetzt kein Big Deal ist, aber das ist die ehrliche Antwort. Ja, aber Zeit ist Geld, ja. Aber ich war auch überrascht, dass Halle war so wahnsinnig viel los. Ich weiß nicht, ob irgendwie, keine Ahnung, heute ist der 29. Mai, glaube ich, Aufnahmetag. Ob irgendwas in Halle ist am 29. Mai, schreibt's gern irgendwo rein, schreibt's uns, keine Ahnung, weil ich dachte mir echt unterwegs so, ich wollte einfach gediegen am Sonntag hierher. No stress, ich habe unterwegs DJ Bobo gehört, ja, ich war so everybody, voll im Modus. Und dann kommst du in Halle reingefahren und denkst dir so, Was ist hier los? Stress, nein. Aber jetzt bist du da, freut mich sehr. Ja. Stell dich mal vor, für alle, die dich nicht kennen, die nicht von dir jetzt hierher kommen. Wer bist du und was machst du? Und das ist, was machst du, ist ja auch der Grund, warum du hier bist, ne? Ist ja Ja. klar. Also, ich bin Daniel und ich bin 45 Jahre alt, wohne in Leipzig seit 4 Jahren und ich feiere die Stadt wirklich echt sehr, gefällt mir unheimlich gut. Und ich bin Face Reader. Im Deutschen sagt man auch Gesichtleser. Und ja, im Prinzip, es geht darum, man kann die Persönlichkeit und die Talente und Potenzial eines Menschen im Gesicht lesen. Und das mache ich und macht sehr, sehr viel Freude. Vor allem für die, aus denen du liest. Weil ich kann mich erinnern, wir haben uns natürlich schon mal getroffen vorher im Winter und haben es dann nicht geschafft, wie der Zufall so möchte, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und jetzt können wir deswegen auch hier sitzen mit Audio und mit Visualisierung. Und du hast Karteikarten mitgehabt und hast mir schon so einiges vorgestellt und gezeigt, so, ne? Diese ganzen Eigenschaften und diese ganzen Merkmale zugeordnet zu gewissen Teilen im Gesicht und Auge, Mund und es war wirklich. Ich sag mal, ich weiß, ich habe viel gelacht. Ich weiß, ich habe die ganze. Oh, muss ein bisschen aufs Kabel aufpassen. Ich weiß, ich habe wirklich, wirklich unfassbar viel gelacht, glaube ich. Und die ganze Grimmaische Straße zusammengeschrien in Leipzig. Das war wirklich crazy. Also, wie bist du da hingekommen? Also, zum Gesichtlesen bin ich eigentlich total zufällig gestolpert oder über das Thema bin ich zufällig gestolpert. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und mich selber beschäftigt vor ja, 3 Jahren, 2,5, 3 Jahren und habe ein YouTube-Video gesehen. Und dort war eine Psychologin, die hat eine Face Readerin als Interviewgast gehabt und hat einfach über das Thema Face Reading geredet, so wie wir es jetzt auch tun. Und ich weiß noch, wie ich vor dem Fernseher saß und habe mir so gedacht: Moment, stopp, was? Das kann doch nicht sein. Geht doch nicht. Ist der erste Grundgedanke ist Ja, immer so, ne? Man ja, hört das und es klingt halt, ja. sorry, aber du hörst es bestimmt öfter. Es klingt so ein bisschen nach, komm, ja, Hokus Pokus. Und dann hat sich aber gecatcht. Völlig. Dann habe ich angefangen zu recherchieren. Habe also erstmal die Frau, die dort interviewt worden ist, habe ich gegoogelt und ja, und bin das erste Mal mit dem Thema Face Reading in Verbindung gekommen. Und ja, konnte es nicht glauben. Habe dann auch gesehen, ja, es gibt Bücher, es gibt auch mehr Content auf dem Markt über dieses Thema, Deutschsprachig auch? deutschsprachig, ja. Und genau, und dann habe ich mich entschlossen, weil es mich so interessiert hat, was in meinem Gesicht steht. Ja. Und die Talente und Potenziale, und gerade in so, ich war in einer Phase, wo ich, wie ich gerade gesagt habe, mich sehr, sehr viel mit mir selber beschäftigt habe. Und ich bin ein Mensch, ich habe mich mein Leben lang schon immer so gefühlt oder auch immer wieder, wo ich mich gefragt habe, so, was kann ich eigentlich? Das fühlt sich so an wie. So, ich kann irgendwie so alles, aber nichts richtig. Verstehe, was du meinst. Genau, Und das. das ist, also ich zumindest, ich fand es unglaublich anstrengend, immer wieder. So, weil das bringt auch eine gewisse Zerrissenheit mit. Weil so nach außen hin sieht es aus, als wäre man vielleicht auch unbeständig,
Oder Menschen geben einem das Gefühl, dass man vielleicht unbeständig ist, weil du bist so vielseitig interessiert, ja. Du machst das und du machst das und du hast hier eine Idee und du willst das gern machen und es ist einfach so unglaublich breit, ob das Musik ist, ob das Handwerk ist und ich spiele Klavier und es sind so tausend verschiedene Sachen. Aber gibt dir das nicht auch ein bisschen Sicherheit, dass du eigentlich weißt, wenn ein Strick reißt, dann habe ich noch ein paar andere? Oder hast du das nie so wahrnehmen können, weil du einfach immer etwas wirklich vertieft können wolltest? Das ist eine interessante Frage. Also, nee, also ich habe es nie so gesehen, okay, wenn ein Strick reißt. Also ich habe zum Beispiel die Musik. Also ich habe sehr, sehr, sehr lange und viel Musik in meinem Leben gemacht. Das war aber alles irgendwie hobbymäßig. Also ich habe damit nie irgendwie Geld verdient oder so. Oder auch mein handwerklich mache ich sehr viel und habe auch schon viel gemacht, hatte aber nie irgendwie Lust, das im beruflichen Bereich oder Sektor irgendwie anzuwenden. Und dann, ich hatte 16 Jahre lang eine Firma, wo ich Handel betrieben habe und habe aber einfach irgendwie auch immer gemerkt, scheinbar bin ich ein Typ, so, ich kann nicht lange das Gleiche machen. Ich brauche Abwechslung zwischendrin, weil sonst werde ich verrückt. Und irgendwie, ja, und zwischendrin hatte ich dann immer wieder so Phasen, wo ich mir echt gedacht habe, ja, pff, irgendwie, das fühlt sich nicht, irgendwie nicht befriedigend an. So ich für mich, ich habe mich irgendwie so ein Stück weit nicht komplett gefühlt, weil ich mich manchmal selber nicht verstanden habe. Und dann habe ich im Zuge mit dem Face Reading habe ich mich dann eine Face Readerin. Readerin. Eine passiert Readerin. Mir auch manchmal on air, ja. Das ist ganz schlimm. Eine Gesichtleserin. Ja, das ist immer Deutsch. Eine Gesichtleserin in Dresden ausfindig gemacht und habe ein Reading gebucht bei ihr. Und das. Da war aber noch gar nicht in deinem Kopf im Sinne von, wow, ich mache das selbst, sondern erstmal, für dich herauszufinden, was steckt in mir drin? Ja. Und was sagt mein Gesicht? Und vielleicht habe ich irgendwo was, was ich selbst noch nicht erkannt habe, trotz dieser Lebensjahre. Ja. Und sie sagt mir das jetzt. Exakt. Okay. Und dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben. Und das ging dann auch alles ziemlich schnell. Ich habe ihr dann Bilder geschickt von mir. Und im Prinzip brauchst du 3 Bilder zum Lesen. Und das sind ganz fürchterliche Bilder, das sind so Profile-Bilder. Das heißt, du guckst völlig emotionslos von vorne in die Kamera. So. Und dann ein Bild von der Seite, sodass man die Ohren sieht und so das Profil des Gesichts und dann dann die andere Seite. Also das mache ich jetzt nicht. Genau. So sowas, was alle so auf dem Personalausweis drauf haben und auf der Schülerfahrkarte solche Bildchen. Schön, ja, schön. Sehen schlimm aus, aber damit lässt sich die Physiognomie am besten lesen. Und dann. Weil also keine Mimik drin ist und nichts verstellt und nichts verzogen ist, ne? Und darum geht es ja auch. Also wir kommen noch dazu, dann später sicherlich, aber da geht es ja auch um Abstände und um Proportionen und so weiter. Und klar, jede Grimasse und jedes Lächeln verfälscht das logischerweise. Nehme ich jetzt mal an. Mhm. Genau. Genau. Und dann habe ich die Bilder ihr geschickt. Und wir haben uns dann ein paar Wochen später zu dem Reading verabredet. Sie hat dann mich gefragt, ob wir können das online machen, über FaceTime oder Zoom. Oder wir können es auch live machen. Und für mich war es ziemlich klar, war nur Dresden von der Entfernung. Ich will dahin. Ich will das jetzt nicht nur online machen. Ich will das live irgendwie erleben. Und ja, und ich habe kein einziges Wort mit dieser Frau gewechselt, außer den E-Mail-Verkehr im Vorfeld. Wir haben nicht telefoniert, gar nichts. Sie hat die Bilder von mir bekommen und ich bin nach Dresden gefahren und hatte das Reading mit ihr. Und es hat sich so angefühlt, wie als rollt diese Frau den Bauplan meiner Seele vor mir aus. Starke Worte, starke Worte. Und ich war völlig platt, völlig platt. Und so viel hat auf einmal Sinn gemacht. Und ich dachte vorher, ich kenne mich eigentlich gut. Im Rückblick weiß ich, dass ich mich überhaupt nicht gut kannte. Du hattest eine Idee von dir, wie du sein möchtest. Vielleicht. Und wie du sein solltest, hat aber nicht zu dem Wesen gepasst. Würde ich jetzt daraus interpretieren, was du eigentlich hast. Genau. Weil es gibt einen Unterschied zwischen unserer Persönlichkeit, die wir mit auf die Welt bringen, und dem Charakter, den wir haben. Und im negativen oder im sehr verlierenden Fall, also beim Gesichtlesen, redet man von gewinnend und verlierend lebend.
Also man kann alles gewinnend oder verlierend leben. Und im negativen Fall kann der Charakter nicht mehr unbedingt viel mit der eigentlichen Persönlichkeit des Menschen zu tun haben. Weil Charakterprägung ist. Richtig. Aufgrund von Erziehung, Umfeld, Gesellschaft, Einflüsse von außen. Ja, und ich war völlig platt, wo sie mich erklärt hat. Anders kann ich das nicht beschreiben. Und ich habe mich, ich glaube, noch nie von einem Menschen so gesehen gefühlt, wie in diesem Reading. Von einer Frau, die mich nicht kannte, die nur Bilder von mir hatte. Und sie hat die Schönheit meiner Persönlichkeit und meine Talente mir erklärt, die ich habe. Und es ist so, dass wenn du sowas hörst und selbst das Eigenschaften sind, die du vielleicht dir nie selber zugetraut hast oder vielleicht auch nie selber ausgelebt hast, es schlägt eine Seite in dir an, dass du spürst, das ist deine Seite. Das ist, das spürst du. Ganz tief in dir drin spürst du, dass das zu dir gehört und dass das echt ist, dieses Gesehenfühlen. Und wenn sie den Punkt halt trifft. Ja, sie den Punkt trifft. Und bei mir war es einfach in dieser ganzen Beschreibung meiner Persönlichkeit und auch letztendlich warum habe ich mich denn eigentlich so zerrissen gefühlt, um jetzt auf das zurückzukommen, was ich vorhin gesagt habe. Und das hängt, jetzt würden wir ein bisschen in das Gesichtlesen abtauchen. Es gibt verschiedene Gesichtsformen und es gibt Mischungen aus Gesichtsformen. Und man kann auch mehrere Gesichtsformen gleichzeitig haben. Das hat sich die letzten 1000 Jahre oder über das Gesichtlesen, das Chinesische gibt es jetzt so seit circa 3000 Jahren. Das ist auch das, was ich gelernt habe. Und die alten chinesischen Meister, die haben mal diese Gesichtsformen zugrunde gelegt. Aber über die Jahrtausende hat sich das immer weiter vermischt und mittlerweile ist es halt so, dass ein Mensch auch zwei Gesichtsformen haben kann. Also zum Beispiel, es gibt das Baumgesicht, es gibt das Jadegesicht, es gibt das Feuergesicht, es gibt das Kübelgesicht, es gibt das Mondgesicht, klingt wenig schmeichelhaft. Das wollte gerade sagen, das kennt man. aber es gibt auch Vermischungen und jede Gesichtsform bringt eine Persönlichkeit mit. Und auch verschiedene Talente. Und je mehr Gesichtsformen du hast, es gibt also auch Menschen, die haben drei Gesichtsformen und es gibt sogar auch Menschen, die haben vier Gesichtsformen. Das ist schon relativ selten. Und der Vorteil ist, du bist anpassungsfähig und flexibel, aber der Nachteil ist auch, du bist anpassungsfähig und flexibel. Weil viele Menschen sehen nur das in dir, was sie in dir sehen wollen. Und es gibt halt Menschen, die wollen nicht das Gesamtpaket haben, das du bist. Und das kann dich zerrissen fühlen lassen. Und und das hat mir einfach so viel über mich selber erklärt, weil, jetzt habe ich gerade... es war einfach ein unheimlich schöner Moment von sich gesehen fühlen. Und ich glaube... Es gibt vermutlich kein schöneres Gefühl, als sich gesehen zu fühlen von einem Menschen. Und das war ja so ein Impact, dass du entsprechend dann auch darauf bezogen für dich die Entscheidung getroffen hast, damit was zu machen. Ja. Weil du hattest ja dann sozusagen deine Stärken aufgezählt bekommen, deine Persönlichkeit und dann sicherlich auch entsprechend plötzlich die Möglichkeit gehabt, zu wissen, oder zumindest dir mal wirklich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, was will ich halt wirklich machen mit meinem Leben und reflektierend auf die letzten Jahre. Du hast gesagt, du hast sehr viel reflektiert, vor allem, hatte ja auch die Zeit dafür, die meisten von uns, die letzten 2-3 Jahre braucht man nicht drüber sprechen, was da genau war. Wir waren sehr viel zu Hause und haben sehr viel zu Hause nachgedacht. Ich glaube, das geht einigen so, auch von euch da draußen hundertprozentig. Sehr viel gelesen, sehr viel mit sich selbst beschäftigt, sehr viel hinterfragt. Aber du hast eben nicht nur dieses Wissen dann gehabt, sondern auch genutzt. Ja. Ich habe das Reading aufgenommen mit meinem Phone. Und das Reading ging ungefähr 2 Stunden. Und und das ist auch wirklich empfehlenswert, weil da steckt so viel Content und so viel Information drin,
das kann man sich, glaube ich, gar nicht alles merken. Und deswegen war die Aufnahme wirklich ein Segen. Ist auch so, wird auch empfohlen. Also das hatte mir dann auch die Gesichtleserin gesagt, hier, du kannst das aufnehmen, wenn du das möchtest. Und als ich dann zu Hause angekommen bin, nach dem Reading, war für mich klar, dass da steckt so viel wertvoller Content drin. Ich setze mich hin und schreibe das erstmal ab. Und dann habe ich, ja, ich weiß nicht, es hat... Also du hast es transkribiert, die kompletten 2 Stunden. Ja. Weil, weißt du, dir bleiben irgendwelche Fetzen an Erinnerungen im Gehirn oder zu irgendeinem Thema. Und wenn du jetzt so eine 2 Stunden Aufnahme hast... 7-8% vielleicht, ja. Du findest da ja irgendwie gefühlt nie wieder hin, ja. Und wenn du mal schnell irgendwie was nachgucken willst. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, wenn ich aber jetzt ein Skript habe und, keine Ahnung, sie hat irgendwas zu Ehrgeiz gesagt oder so, dann suchst halt mal schnell nach Ehrgeiz und dann kannst du das einfach schneller durcharbeiten, das ganze Skript. Und das war sehr, sehr wertvoll. Und ja, und das hat für mich und meine Persönlichkeitsentwicklung, hat mir das so viel gebracht und so viel Gutes getan, dass ich, dass für mich auch sehr schnell irgendwie deutlich wurde oder klar war, da liegt so eine Schönheit drin, Menschen zu sagen, was sie für Talent und für Potenzial haben. Das, was sie gut können. Weil, ich meine, wie wachsen wir auf? Ja? Im Prinzip wird doch nur das wertgeschätzt oft, wofür wir gelitten haben, wofür wir geackert haben, wie ein Pferd, ja, was wir alles aufgegeben haben. Das wird hochgehalten und da liegt die Wertschätzung. Du kennst mich, deswegen muss ich auch grinsen. Bei mir ist das ja auch so, ne? Aber Dinge, die uns leicht fallen, Talente, die wir haben, Dinge, die uns ja leicht von der Hand gehen, das wird oftmals so als selbstverständlich irgendwie angesehen und gar nicht irgendwie besonders betont. Und das ist schade. Und ich meine, frag doch mal Menschen auf der Straße, was nennen wir nur deine 3 oder von mir aus auch nur deine 2 größten Stärken? Dann sagen viele Leute schon, oh, puh, meine 2, 3 größten Stärken. Oh, ich kann dir 5 meiner Schwächen aufzählen. Aber das, was ich gut kann, das ist nicht so selbstverständlich. Aber liegt es deiner Meinung nach daran, dass die meisten Menschen ihre Stärken nicht wissen oder dass die Gesellschaft das einfach, vor allem auch in Deutschland, einfach nicht gerne hört, wenn jemand von sich selbst positiv spricht? Also glaubst du, die wissen die einfach nicht, diese Stärken? Oder es ist mehr so ein gesellschaftlicher Druck nach dem Motto, nach diesem Horror-Scheiß-Drecksatz, ja, Eigenlob stinkt. So, meinst du, es liegt daran oder es liegt wirklich daran, dass sie meistens nicht wissen, weil sie sich damit nie beschäftigen? Also, nee, ich glaube gar nicht, dass es daran liegt, dass Menschen oftmals ihre Talente nicht unbedingt wissen, weil, ich meine, das erlebe ich ja auch jetzt so aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich Readings gebe oder so, ja. Du zum Beispiel, also du lebst viele deiner Talente. Und ich meine, du hast nie ein Reading vorher gehabt. So, das ist, aber das ist ja auch das, was man im besten Fall... Danke dir erstmal. Ja, was man so im besten Fall irgendwie intuitiv ja irgendwie auch spürt. Ich meine, du hast eine super Kommunikationsfähigkeit, ja, du kannst gut auf Menschen zugehen, du kannst gut mit Menschen und so. Und das ist ja auch das, was du in deiner Arbeit ja jetzt umsetzt oder lebst. Also du lebst in dem Punkt in deinen Talenten. Und auch wenn dir vielleicht nie jemand vorher gesagt hat, hier, Paddy, weißt du eigentlich, dass du super gut kommunizieren kannst und ey, deine Kommunikationsvermögen ist richtig geil. So, ja, also ich weiß nicht, ob du da irgendwie Lob gehört hast oder so. Jetzt können wir das auf andere Bereiche auch nochmal irgendwie übertragen. Ich glaube, wenn ein Mensch in seinem Arbeitsumfeld einen wirklich guten Job macht, wie oft kriegt er denn Lob dafür, dass er das gut gemacht hat? Ja, es gibt ja auch diesen Spruch, ich weiß nicht, ob der aus dem Schwabeländl kommt, dieses nicht geschimpft ist genug gelobt, ja, finde ich richtig schlimm. Es ist richtig schlimm, aber das ist natürlich auch, und ich liebe die Branche, in der ich arbeite, aber das ist natürlich auch eins der Sachen, die man, ich glaube, auf die meisten Branchen übertragen kann. Das ist schon mal das eine, aber ich glaube auch, dass gerade die Medienbranche diesen Ruf auch ein bisschen hat. Klar, jetzt ist das meine Bubble, wo ich auch drin bin und entsprechend mich tagtäglich drin bewege. Es gibt viel Feedback von einigen Personen, aber das Gros ist genau das. Ne? Das Gros ist genau, ey, cool, solange du nicht zerlegt wirst von Kunden oder whatever,
dann kann es nicht so scheiße gewesen sein. Und natürlich ist das für Menschen, die dieses Feedback brauchen, ich habe auch, ich will jetzt keine Namen nennen und das, ich versuche es ganz unkonkret zu machen, auch Personen, sag ich mal, in meinem Umfeld, die da sehr zu knabbern haben dran, die diesen Schritt ein bisschen später gegangen sind in die Medienwelt als ich und die auf mich zukommen und fragen, und wie kommst du damit klar und ich möchte das auch machen oder ich möchte in die andere Richtung gehen, ich möchte mehr so der Regisseur sein, so behind the scenes, so die Numero uno. Aber ich weiß ja gar nicht, ob das stimmt, was ich mache und ob das gut ist und so weiter und so fort. Und die knabbern da extrem dran. Und das ist natürlich dann schade, wenn man sagen muss, ja, gewöhn dich dran, weil aber halt die Gesellschaft so funktioniert. Aber ich finde den Satz auch eine Katastrophe. Und ich bin auch der Meinung zumindest, Klopf auf Holz, dass ich sehr viel Feedback gebe. Ehrliches Feedback. Das ist noch wichtiger als einfach nur immer zu streicheln, aber eben ehrliches Feedback, weil es das eben braucht. Das sehe ich genauso wie du. Nur ist das halt wirklich, du hast den Satz so schön gesagt, das mache ich nicht nach, weil dann da scheitere ich. Aber es ist genau der Punkt, glaube ich, ne? Weil wann bekommst du mal Feedback? Ja. Wann hast du das letzte Mal Feedback bekommen? Ja. Feedback. War das jetzt eine Frage? War eine Frage. Zu dem, was du machst. Also tatsächlich ist es so, dass ich, es ist noch nicht lange her, dass ich positives Feedback bekommen habe. Verdammt! Was zu beweisen war. ja, aber das ist tatsächlich so. Und ich meine, in manchen Menschen fällt es leichter, wenn sie in ihre Talente reinkommen oder ihre Talente intuitiv früh entdecken vielleicht auch und dann da reinwachsen. Weil Talente ist ja auch das, was wir gut können. So, ja, habe ich ja schon gesagt, was wir gut können, was uns Spaß macht, was uns Freude macht, was uns Energie macht. Und das kann man sich auch so vorstellen, das ist wie so ein Energiekreis, der geschlossen ist. Also wenn ich jetzt in meinen Talenten lebe und dieser Kreis ist geschlossen, dann kriege ich Energie davon, dann tut es mir gut. Lass ich dieses Talent brach liegen, weil ich es nicht lebe, dann ist dieser Talent, dieser Kreis offen und mir fließt Energie ab. Und deswegen sagt man auch, also beim Gesichtlesen ist es so, es ist wichtig, dass wir alle unsere Talente leben. Wenn ich jetzt 6 oder 7 Talente habe und dann könnte ich auch sagen, okay, ich nehme jetzt die Hälfte, nehme ich 3 und die lebe ich dann so, dann ist der goldene Schnitt, der Mittelweg irgendwie, funktioniert leider nicht. Talente wollen alle gelebt werden. Natürlich können wir nicht alle unsere Talente immer zur gleichen Zeit und hier und jetzt leben, aber ich sollte schon darauf irgendwo Acht geben, dass ich, ja, und wenn es nur im Urlaub ist, das ist ein gewisses Talent, wo ich dann einfach mein Fokus drauf lege. Und es gibt auch das Talent der Natur. Ja, das sind Menschen, die draußen in der Natur ihre Energiequelle finden und die einfach eine unheimliche Verbindung nach draußen haben. Und wenn dieser Mensch nie draußen lebt, weil er vielleicht wirklich in seiner Stadt weggesperrt ist, dann tut es dem Menschen nicht gut. Und dieser Mensch sollte darauf achten, dass er sich Zeiten einräumt, wo er in die Natur hinausgeht. Und ja, deswegen ist es wichtig, dass wir alle unsere Talente leben. Was passiert denn, wenn wir das nicht tun? Wenn du sagst, es ist schlecht? Dann entfernen wir uns immer weiter von unserer eigentlichen Persönlichkeit. Also die chinesischen Gesichtleser sagen, die chinesischen Meister, wir alle kommen mit einer festen Persönlichkeit auf die Welt. Das ist das, was wir mit auf diese Erde bringen. Und dann, ja, werden wir groß. Und Kinder sind oftmals Babys, die besten Gesichtleser übrigens. Wir alle sind Gesichtleser. Wir alle lesen in Gesichtern. Wir lesen Mimik. Und Kinder haben noch keine Sprache. Die sind komplett auf die Mama angewiesen, und um dort im Gesicht zu lesen. Und dann irgendwann kommt die Sprache dazu und wir lernen uns auszudrücken und verlernen ein Stück weit dieses im Gesicht lesen des anderen Menschen, weil die Sprache halt dann einfach alles übernommen hat. Aber wir kommunizieren so viel, wir denken, dass die Sprache das irgendwie alles abdeckt. Aber ich habe mal gelesen, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich weiß, dass die verbale Kommunikation nur 7% oder 8%. Ja. 7%. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Was gehen uns da für Informationen verloren? Das ist ja auch unglaublich, wenn man sich das eigentlich mal vorstellt. Und ja, so ist die Kommunikation, die verbale, halt eigentlich
wirklich verschwindend gering. Ja, weil sie, sag ich mal auch, das ist ja dann mein Lieblingszitat, passt ja auch extrem gut dazu, was ich immer so sogar auf einer Kette stehen habe. Acta non verba, weil ja selbst die Information, in den 7% drin, keinen Wert hat, wenn sie komplett widersprüchlich ist zu dem, wie die Handlung ausfällt und widersprüchlich zu dem, was der Körper aussagt. Und wenn man das ja, ne, ich kann mich ja jetzt so hinsetzen vor dir, und kann natürlich sagen, wenn ich so da sitze und kann natürlich dir diese 7% geben und kann sagen, ja, ich fühle mich voll wohl mit dir hier zu sprechen, so, ne? Ja. Kann ich dir das sagen und dann kommen diese 7% in Anführungszeichen natürlich zu dir rüber. Und das ist ein drastisches Beispiel, was jetzt auch nur die Leute haben, die natürlich gerade den Clip bei YouTube sehen, weil die sehen, wie ich hier zusammengeknietscht da hänge. Aber es zeigt eben genau die Diskrepanz dazwischen. Ich kann das sagen und wenn Leute wirklich, in diesem Fall geht's kaum, nur auf die 7% zu achten. Aber natürlich ist es häufig nicht so eindeutig, ne? Dass eben die 93% so offensichtlich sind, wie wenn ich jetzt hier da sitze und verschränkte Arme habe und mich einkauere und dich nicht anschaue. Aber deswegen ist die Aussage oft dann dasselbe, dass eben dann vielleicht das, was gesagt ist, gar nicht wirklich stimmt. Absolut. So. Und dann ist es, ja, oftmals, witzig ist bösartig, witzig will ich auch nicht sagen, aber es ist doch so oft erstaunlich, wenn man Konversationen sieht, auch in der Innenstadt oder so, und da kommen wir gleich zur nächsten Frage, die du, glaube ich, häufig auch gestellt bekommst. Wenn du Konversationen siehst irgendwo in der Stadt oder in der Bahn, es spielt keine Rolle, oder auch bei Freunden und deren Partnerin, deren Partner, und du sitzt da und denkst dir so, die reden gerade komplett aneinander vorbei, aber die bekommen es halt nicht mit, weil dieser Fokus auf dem, was gesagt ist, so groß, aber weder die Tonalität eine Rolle spielt, noch die Mimik, noch die Gestik meistens, weil eben das nicht so eindeutig ist, die Körpersprache, sondern extrem nuanciert und das sind dann Mikrogesten im Gesicht und so weiter und so fort und der Fuß eben oder die Körperhaltung an sich ein bisschen weggedreht vom Partner und das ist so spannend, weil ich glaube auch, dass man so viele Konflikte vermeiden könnte, wenn wir alle ein bisschen offener wären bezüglich den anderen 93%. Ja, absolut. Und ja, das ist sehr viel Körpersprache in dem Bereich. Körpersprache und Mimikresonanz. Das ist ein bisschen auch noch ein anderer Bereich, als den ich lese. Und weil ich lese die Physiognomie, also die Beschaffenheit des Gesichtes. Aber also irgendwann setze ich das vielleicht auch nochmal oben drauf, weil Mimik lesen ist, tun wir auch, by the way, ja, alle, wie du auch gesagt hast. Aber das sind ja solche Millisekunden, ja. Und diese Grundemotionen, sei es Freude, Ekel, Abscheu, Wut und so, ja. Manchmal ist es nur irgendwie ein kleines Zucken der Augenbraue und so, die irgendwie in einer Millisekunde stattfindet, die wir entweder wahrnehmen können, wahrnehmen oder halt auch nicht und so. Und das ist sehr, sehr spannend, also sich da auch nochmal so drauf zu konzentrieren. Und weil die Mimik, die Emotionen, die wir in uns tragen, die ist viel schneller als unsere verbale Fähigkeit zu kommunizieren und vor allem, sie lügt nicht. Es kostet uns viel mehr Kraft und Energie, zu versuchen, diese Mimik unter Kontrolle zu halten, dass es auch schon wieder auffällig ist in unserer Kommunikation oder wie wir uns verhalten. Wenn wir uns eben bewusst darauf jetzt, ich versuche jetzt, dich anzulügen, dann kostet mich das so viel Kraft und Energie, mich darauf zu konzentrieren und mir keinen Fehler zu machen, dass es auch schon wieder auffällig ist. Ja. So, das ist, wenn man im Gegenüber die gewisse Achtung dafür halt hat. Ne? Also klar, wenn es dir halt völlig egal ist, dem Gegenüber, dann mag das durchrutschen. Aber du hast ja schon angesprochen, das ist ja gar nicht so dein Beritt primär, sondern wirklich die reine Physiognomie im Gesicht. Genau. Nimm uns bitte mal mit in diese Wissenschaft. Du hast dann quasi dieses Reading gehabt und hast dann festgestellt irgendwann, okay, das fixt mich so an, ich will das selbst können. Oder wie war das? Und dann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen. Genau, weil ich habe für mich diesen Nutzen so stark erkannt und gesehen, was es mir gebracht hat. Meine Persönlichkeit besser zu verstehen. Meine Talente und Potenziale, das klingt blöd, aber von jemand anderes zugesprochen zu bekommen. Und weil so kannst du dich jeden Tag im Prinzip fragen, du kannst dir deine Talente angucken,
Ja, und du hinterfragst dich ganz neu in deinem Leben, in Situationen, wie du dich verhältst. Und du kannst dich immer fragen, lebe ich eigentlich meine Talente und meine Potenziale? Gehört das eigentlich zu mir, was ich gerade tue? Oder ist das ankonditioniert? Sind das alte Glaubenssätze? Wenn es nicht zu dir gehört, schmeiß es raus aus deinem Leben. Hast du Zeit für was anderes? Konzentriere dich auf deine Talente und Potenziale. Und das hat mir so viel Energie, so viel neue, auch Bestätigung, Selbstsicherheit, Freude gegeben, dass ich beschlossen habe oder für mich sehr, sehr schnell klar war, das möchte ich auch können. Ich möchte auch Menschen helfen, in ihre Talente und Potenziale zu kommen oder sie zu unterstützen, sie zu bestätigen und Menschen sichtbar machen. Und das ist einfach unheimlich inspirierend und macht so viel Freude. Was hat sich denn dann in deinem Leben verändert seitdem? Seitdem du in diesen Talenten und Potenzialen von dir lebst? Du bist ein komplett neuer Mensch, nehme ich an. Der Blick auf den Menschen selber, Auf dich oder andere Menschen? auf andere Ja. Menschen, auch auf mich selber. Also wenn ich bei mir selber anfange, ist es so, es ist unmöglich, dich selber weiter zu belügen. Jeden Morgen, wenn du in den Spiegel schaust, du kannst dich nicht mehr belügen. Das geht einfach nicht. Liebe Weil, ich diesen Satz, ja. ja, und das tut unheimlich gut, weil du sofort weißt, ob du dir was vormachst oder nicht. Und der Blick auf andere Menschen hat sich auch komplett gewandelt und er ist viel offener, viel wertschätzender, viel liebevoller geworden, mit viel mehr Toleranz und Offenheit. Weil wie oft habe ich über Menschen geurteilt, weil sie in irgendeiner Form anders sind als ich, sich anders verhalten haben, anders an Dinge herangegangen sind, anders Dinge gelöst haben, was auch immer, wo ich mir so gedacht habe vorher so, oh mein Gott, es ist ja total hohl, wie, ja, oder Warst du so was. judgy, Ja, schon. Also ja? ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nur rumgejudged habe von morgens bis abends, aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich es nicht getan habe. Und wenn du aber, oder dieser Blick durch das Face Reading, der ist nicht mehr so verstellt, weil du weißt, es gibt ganz andere Persönlichkeiten mit unheimlich schönen Potenzialen und Eigenschaften, die ich nicht habe. Und dieser Mensch, der kann Dinge ganz anders oder vielleicht auch viel besser als ich, was weiß ich, Dinge tun kann. Und wer bin ich eigentlich darüber zu judgen und zu sagen, nur weil mir das fremd ist, ziehe ich jetzt darüber her? Sondern es hat mir irgendwie mehr die Schönheit anderer Persönlichkeitsanteile gezeigt und öffnet auch den Raum, dass ich mir davon öfters auch eine Scheibe abschneiden kann. Und das hat mir echt gut getan. Aber bist du dann überhaupt in Anführungszeichen offen dafür, jetzt zum Beispiel noch Sachen auszuprobieren oder Aktivitäten? Wenn ich jetzt von mir ausgehe zum Beispiel, Fußballprofi hat nie sein sollen. Wenn ich jetzt merke in einem Face-Reading oder ich bekomme das Reading von dir und dann stelle ich fest, okay, das konnte auch gar nicht funktionieren, weil dat, 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 dat. Ist dann quasi auch vorgeschrieben an Hobbys und an Leidenschaften, was ich so im Leben habe, oder also würde es gar keinen Sinn mehr machen, irgendwelche Sachen zu tun, obwohl die mir Spaß machen, oder würde ich automatisch keinen Spaß mehr haben daran, wenn das schon gar nicht mit mir irgendwie korreliert, mit meinem sozusagen Wesens? Also erstmal, also ein Grundsatz ist beim Gesichtlesen, wir lesen nicht im Gegenteil. Also das heißt, nur weil du jetzt vielleicht ein Merkmal nicht trägst, heißt das nicht, dass du die Eigenschaft nicht in dir trägst. Also es gibt zum Beispiel das Talent des Sports, um jetzt dabei, das Talent, ja, the Talent of the Body heißt das, also das Talent des Körpers. Da fällt alles Mögliche rein. Also nicht nur jetzt tatsächlich auch der Leistungssport, sondern es sind einfach Menschen, die eine besondere Verbindung zu ihrem Körper haben. Das können auch Models sein und Schauspieler, so wie du dich ausdrückst. Und nur weil ich jetzt vielleicht dieses Talent in deinem Gesicht nicht identifizieren kann oder könnte, Ja. heißt das nicht, dass du es nicht trotzdem in dir trägst. Also das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Regel, weil das wäre dann auch zu sehr schwarz-weiß, ne? Und man schaut sich immer den ganzen Menschen an und oft ist es dann auch so, dass selbst wenn man diese Talentlinie nicht im Gesicht jetzt identifizieren kann, dass man sie intuitiv spürt. So, wenn man den Menschen anschaut und intuitiv fragt,
Und wir haben auch gelernt in der Ausbildung, es ist so dieses, stell den Menschen die Frage. Also nicht jetzt in live, sondern nimm das Foto, schau diesen Menschen ins Gesicht und frage ihn, trägst du die Talentlinie des Sports oder trägst du die Talentlinie des Körpers? Und du wirst eine Antwort bekommen. Sehr, sehr, sehr spannend. Und dann soll man sich auch nicht scheuen, wenn man wirklich ein Ja dazu hat, intuitiv gefühlt, diesen Menschen dann auch diese Talentlinie zu geben. Also Talentlinien im Gesicht darf man sich jetzt nicht vorstellen, das ist jetzt, keine Ahnung, irgendwie eine Falte und diese Falte bedeutet dann das und das. Oftmals ist es eine Kombination aus verschiedenen Merkmalen, die wir im Gesicht tragen. Und wenn diese Merkmalkombination vorhanden ist, dann ist es schon ein sehr, sehr deutlicher Hinweis darauf, dass dieser Mensch diese Talentlinie oder dieses Talent hat. Ich fand den Satz vorhin super, den du gesagt hast, weil wir haben uns ja schon unterhalten, auch im Winter, darüber, über dieses sich im Spiegel angucken können. Das ist auch ein Satz, den ich, sorry, wenn es Leute nervt an der Stelle, aber wahrscheinlich wirklich auch in jeder zweiten Folge immer gesagt habe, weil ich das auch als, glaube ich, wichtigstes Gut erachte, das du als Mensch haben kannst. Weil ich auch weiß, wie es ist, eben sich nicht angucken können zu können im Spiegel und zu wissen, aufgrund von den mentalen Geschichten dahinter, wie es dir dann entsprechend auch geht. Und wenn du wirklich am Waschbecken hängst und das nicht schaffst, du schaffst es einfach nicht, dich anzugucken im Spiegel. So, weil du siehst jetzt, bei mir war es jetzt nicht so schlimm, dass ich die bloße Enttäuschung gesehen habe, aber das war immer dieses, boah, was machst du eigentlich hier? Und deswegen kann ich das komplett nachvollziehen und alle, die das so abtun, alles, ja, das ist ja Quatsch. Nein, es ist wirklich, wenn du das, was du vorhin gesagt hast, ne, dieses Gefühl hast, dieses Talent zu leben, was du wirklich hast und wirklich auch spürst, dass es dir Spaß macht. Und bei mir ist das eben das Sprechen und einfach gute Laune mit Mehrwert, mal mehr, mehr weniger. Das zieht ja jeder selbst raus aus den Folgen oder aus meinen Moderationen, aber einfach das halt reinzuprügeln in ein Mikrofon. Und Menschen damit mitzureißen und anzuzünden emotional. Du guckst dich anders an im Spiegel, du nimmst dich anders wahr und du guckst nicht drauf, bevor jetzt Leute denken, ja, boah, hey, geiler Hecht. Nein, du fühlst dich einfach gut, weil du das Gefühl hast von, ey, und selbst wenn der Tag scheiße ist und selbst wenn die ganze Woche scheiße ist und die letzte Woche war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, muss ich mir jetzt irgendwo hinhängen zu Hause als Wandbild. Du guckst dich an und weißt aber, ja, ist alles cool. Also ich, I can get behind. Also ich komme genau mit dem Typen klar, nach wie vor und sehr gut klar und stehe 100% hinter den Handlungen, die dieser Typ gemacht hat. So, und das ist ein Gefühl, was super wichtig ist, auch für die innere Ruhe, aber was halt wirklich nur funktioniert, glaube ich, wenn du halt wirklich das tust, was du liebst und möchtest. Und dann ist das wahrscheinlich meistens auch genau das, was dir halt entspricht. Genau, weil, also bei dir ist es halt auch sehr, sehr, sehr spannend, finde ich das. Aha, jetzt geht's los. Ja, nein, ich habe es vorhin ja auch schon angeschnitten, ne? Das, was wir gut können, das fällt uns leicht. Und das ist ja auch das, ich meine, du bist ein Menschenfreund, du kannst gut mit Menschen, mit dir ist es einfach, in Kontakt zu kommen. Du kannst Menschen begeistern, du kannst Menschen mitreißen und du trägst die Talentlinie der Bühne. So, und na, Gott sei Dank. Ja, viele Menschen, ja, das ist auch, und viele Menschen sagen genau das Gegenteil. Die sagen, ich, the talent of the stage, so, nee, nie, oh Gott, weil sie sofort denken, sie müssen vor 10.000 Leuten jetzt irgendwie ein Ständchen singen auf der Bühne. Oder so, ja? Aber nein, das ist nicht dieses Talent der Bühne, kann es natürlich sein, aber was bedeutet das Talent der Bühne? Ich meine, die Bühne ist erstmal eine erhöhte Position, wo der Mensch sich draufstellen darf, weil er eine Nachricht hat. Eine Nachricht, seine ganz persönliche Nachricht, und das kann alles Mögliche sein, die er verbreiten darf oder auch vielleicht soll in der Welt. Je nachdem, für was dieser Mensch brennt, was für ein Herzensthema er in sich trägt. Und da geht es jetzt eben gar nicht darum, vor 10.000 Leuten zu sprechen. Ne? The talent of the stage kannst du auch bedienen, klingt so blöd, leben, indem du einen Blog schreibst. Oder ja, du nimmst einen Podcast auf oder was auch immer. Und dann, wenn dann
dieser Mensch noch, oft geht diese Talentlinie der Kommunikation mit einher. Das heißt, also du hast auch das Talent der Kommunikation. Talent und Bühne ist natürlich ja, ein perfekter Fit, so, ja. In Kombination mit dem Talent des Menschen, es ist auch eine Talentlinie, lebst du das perfekt aus und ja, transportierst die Nachricht, die du, wofür dein Herz brennt, an die Menschen weiter. Und ja, und es macht auch sehr viel Spaß, da dir da zuzuschauen und wie du da in deinen Talenten liegst. Dankeschön. Und jetzt natürlich die Frage, die sich logischerweise anschließen muss. Ja. Jetzt sitzen sie zu Hause und alle sagen, naja, jetzt frag, jetzt musst du aber, richtig, ja. Weil du hast jetzt drei Talente aufgezählt und wir sprechen über Face Reading. Natürlich, was an mir sagt dir entsprechend, das ist so und so und so und so. Also. Ja, fang an. Du, wir haben noch ganz viel. Ich habe auf die Uhr geschielt gerade. Wir haben noch ganz viel Zeit, Daniel. Ja, also wir könnten ja mal, wir können uns ja einfach mal so ein bisschen da durchhangeln. Ja, sehr gerne. Hangeln wir uns durch. Und also beim Face Reading ist es so, dass es gibt auch Speed Readings. Und das würde ich jetzt einfach mal machen. So ein Speed-Reading, und das heißt, da bereitet man sich jetzt auch nicht groß vor, weil man schaut... Das ist wie Speed-Dating quasi. Ja, genau, man schaut einfach in dem Gesicht, was ist sehr präsent, was springt mich an. So, weil die Dinge, die einen anspringen, das sind, da kann man davon ausgehen, dass die Eigenschaften, die dahinter stehen, einen größeren Teil in deiner Persönlichkeit auch abbilden. So, und ist quasi proportional zueinander, also grob zusammengefasst kann man das sagen. Ja. Also im Verhältnis, genau. So stehen. Also okay. Jetzt beispielsweise, wenn jetzt jemand eine riesen Nase hat, ja, die Nase, die sagt was über Führung aus zum Beispiel, ja, und das kann Führung im Beruf sein, im Job, aber auch zu Hause, ja, wer die Hosen an hat oder so. Wenn jetzt jemand wirklich so einen riesen großen Zinken Nase, ich will das hätte oder hat, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Mensch führen möchte und auch dieses Talent irgendwo in sich trägt und dass diesen Menschen es schwieriger fällt, sich vielleicht unterzuordnen, als es anderen Menschen vielleicht gelingt. Und, dieser Führungsanspruch, den dieser Mensch in sich trägt, einfach ein größerer Teil seiner Persönlichkeit ausmacht, als wenn es jetzt ein Mensch ist, der vielleicht einfach eine ganz, ganz kleine Nase hat. So, und so ist es auch, ja, das ist dann Speed Reading, wo man dann einfach schaut, okay, was springt mich an? Und bei dir, um jetzt zu dir zu kommen, springt mich, zum Beispiel, du hast sehr, sehr ausdrucksstarke, man würde es auch sagen, dicke Augenbrauen. Also man unterscheidet, sind es dicke, sind es normale oder sind es dünne Augenbrauen? Und die dicken Augenbrauen, die sind bei dir auch noch relativ tief. Also die Augenbrauen können hochstehen, sie können tief stehen. Und für was stehen dicke und tief stehende Augenbrauen? Also es ist einmal, du bist ein Mensch, der unheimlich viel Vitalität in sich trägt. Ja, du kannst auch den Stürmen trotzen, die so im Leben sind. Und du bist jemand, der es mag, Menschen zu unterstützen und in ihr Wachstum zu bringen. Also du bist ein Unterstützer. Und man sagt da auch Trainer-Augenbrauen dazu. Das ist cool. Ja. Diese Augenbrauen in Kombination zum Beispiel jetzt mit deinem Filtrum. Mhm. Das Filtrum ist, das hier, ne? Ist diese, genau. Diese Einkerbung hier in der Lippe. Und diese Rille, die man so darüber hat, die kann auch alle möglichen Ausprägungen haben, von stark bis schwach. Und das Filtrum steht für Anziehung. Also das läuft unterbewusst ab. Früher die chinesischen Kinder haben Menschen, ich weiß gar nicht, ob es nur die Kinder waren, man hat sich gegenseitig aufs Filtrum geküsst, einen Kuss gegeben. Ist auch sehr, sehr spannend. Also das Filtrum steht für Anziehung. Diese Augenbrauen, die du hast, sind sehr präsent. Das macht dich interessant. Das gibt dir Charisma, das gibt dir Ausstrahlung. Und das verleiht dir auch letztendlich das Talent der Menschen. Ne? Es ist einfach, mit dir in Kontakt zu kommen. Und ja, du bist sehr menschenfreundlich und ohne Mensch geht es auch in deinem Leben nicht. Du bist ein Beziehungstyp. Oh, das ist natürlich spannend, ja. Beziehungen zu Menschen sind wichtig. Also wenn du jetzt irgendwo am Band stehen würdest und würdest irgendwie nur, keine Ahnung, Autos zusammenschrauben, morgens bis abends, das würde dir nicht gut tun. Du würdest auf Dauer anfangen zu leiden.
Und ja, und das ist so eine Kombination, die dir zum Beispiel das Talent des Menschen verleiht. Dann das Talent der Kommunikation, haben wir schon angesprochen. Du hast einen großen Mund. Ja, und im wahrsten Sinne. Ja, du hast einen großen Mund. Auch deine Oberlippe und Unterlippe sind gleich groß. Auch das steht für Kreativität. Du bist ein unheimlich kreativer Mensch. Kommunikation hatten wir ja gerade. Das gibt dir das Talent der Kommunikation und auch die Bühne. Das Talent der Bühne steckt damit drin. Und so guckt man immer, wenn verschiedene Dinge zusammenfallen. Ausstrahlung, Anziehung, du hast eine Botschaft, du kannst Menschen begeistern, du kannst Menschen auch entzünden, sage ich mal, anders als es vielleicht andere Menschen können. Du kannst super toll kommunizieren. Ja, und das gibt dir dann das Talent der Bühne, um deine Nachricht nach draußen zu tragen. Das ist ja total faszinierend. Erstmal Dankeschön, beziehungsweise wir haben ja schon im Winter da gesessen und ich habe vorhin schon gesagt, ich habe wirklich viel lachen müssen in den 2 Stunden, weil du sagst es selbst, ne, der Grundgedanke am Anfang ist immer erstmal, wie viel ist da Hokus Pokus? Mhm. Und wir wissen ja auch, die meisten, ne, wie entstehen Horoskope, da sitzen einfach teilweise wirklich Redakteure dahinter und schreiben einfach kreativ drauf los, ohne irgendwie Substanz dahinter. Und man ist dann ein bisschen geprägt. Und wir kannten uns vorher aber auch nicht. Und wir haben in diesem Gespräch, das ging so in die Tiefe rein bei mir teilweise und ist so nuanciert, wo ich mir ja auch, wie du gesagt hast, ne, Sachen, die du nicht wissen hättest können. Und das fand ich dann auch an dem Punkt sehr, sehr spannend einfach, weil das halt wirklich... ja, also es war positiv gruselig war einfach, ne? Weil du sagst es ja, du hast dich verstanden gefühlt und du hast gemerkt plötzlich, hier tun sich Welten auf und neue Seiten von mir, die kannte ich gar nicht oder ich habe den Gedanken daran nie zugelassen. Und mir ging das genauso und ich habe dann auch zu Hause überlegt, mein Gott, ja, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das Gegenteil davon, von dem, wo man sich immer drüber freut, ist ja auch negative Kritik. Und deswegen die Frage, wenn du jemanden liest und Face readest sozusagen, gibst du dem aber auch seine Schwächen mit, weil es ist ja oftmals auch ganz gut, die zu kennen. Ja und nein. Also wenn ich jetzt im Gesicht erkenne, dass ein Mensch sich vielleicht selber im Weg steht, zum Beispiel, er kann sehr gut kommunizieren, weil er vielleicht dieses Talent der Kommunikation hat. So, und aber man sieht in seinem Gesicht, dass er vielleicht sich nicht traut, was von seinem Inneren zu zeigen, seine Gefühlswelt zum Beispiel, ja. Und man unterscheidet beim Face Reading zwischen linker und rechter Gesichtshälfte. Die linke Gesichtshälfte ist das, was wir im Innen sind, was wir unser Weibliches, das, was wir fühlen, unsere Gefühlswelt, das, was wir vielleicht auch nicht zeigen wollen. Und unsere rechte Gesichtshälfte ist das, was wir im Außen sind, unser Gesicht, das wir im Außen tragen und das, was wir vielleicht auch im Außen darstellen wollen. Unsere Rolle, die wir vielleicht auch spielen. Und wenn ich einen Menschen lese, dann ist es so, dass ich das Gesicht mit Photoshop, also mit dem Computer, in 2 Hälften schneide. Also ich schneide es im Prinzip in der Mitte durch, ja. Nehme dann die linke Seite und klappe sie über, dass ich nur links-links habe, ein Gesicht links-links und ein Gesicht rechts-rechts. Und manchmal schauen einem da 2 komplett unterschiedliche Menschen an. Das ist super, das glaube ich, spannend. Ja. Also man sieht dann dieses Links-Links, was ist das für ein Ausdruck, der da in den Augen liegt, ja? Liegt da Hoffnung drin oder ist es eigentlich eher ein bisschen ängstlich, ist es zurückgezogen? Und wenn ich dann sehe, dass vielleicht ein Mensch einfach sehr, sehr zurückgezogen ist, weil er sich nicht traut, über seine Gefühle zu reden, dann ermutige ich diesen Menschen schon und dass ich dann sage, ich meine, ich sehe in deinem Gesicht, dass du dich nicht traust, über deine Gefühle zu sprechen. Und Schutz ist auch gut und wichtig und wir müssen uns schützen und wir dürfen uns schützen. Nur schaue vielleicht, dass aus diesem Schutz keine Mauer wird und aus dieser Mauer wird vielleicht irgendwann ein Gefängnis, aus dem du nicht wieder rauskommst. Und das und dann schaue ich, wie kann ich diesen Menschen vielleicht dahin bringen und unterstützen, sich einfach mehr zu trauen, von dem, was er im Innen fühlt, auch im Außen zur Verfügung zu stellen. Wenn ich dann sehe, dieser Mensch kann gut kommunizieren, dass ich dann sage, hey, du weißt, dass du gut kommunizieren kannst. Ja, du kannst wundervoll mit Sprachen, mit Worten umgehen und traue dich doch einfach ein bisschen mit diesem Talent, wo du
wo du dich darauf verlassen kannst, dass du es gut kannst, ein bisschen mehr im Außen zur Verfügung zu stellen und du wirst feststellen, dass du dich immer noch gut schützen kannst. Und so kann man dem Menschen eine Brücke bauen und ihn ermutigen, vielleicht ja, eine Veränderung in seinem Leben vorzunehmen und Talente, die er hat, dazu zu benutzen, um ja, sich anders zu verhalten oder tatsächlich Gefühle im Außen vielleicht zur Verfügung zu stellen, was er sich vorher getraut hat, nie zu tun. Und letztendlich tut es dem Menschen gut. Weil wenn wir nicht über unsere Gefühle reden oder über das, was wir wirklich tief im Inneren fühlen, und oft ist es so, dass wir nur über Gedanken unserer Gefühle reden, aber nicht über unsere Gefühle. Wo ist der Unterschied? Wenn ich nur über die Gedanken rede, über Gedanken von Gefühle, dann liegt da schon wieder oftmals ein Filter drauf oder es ist abgeschwächt oder es ist schon wieder irgendwie bewertet. Es liegt eine Bewertung drin in irgendeiner Form. Aber wenn ich tatsächlich nur über mein reines Gefühl spreche, dann macht mich das auch ein Stück weit verletzlicher. Klar, ja. So, und das ist die große Herausforderung. Und wenn ich aber nicht über meine wahren Gefühle rede, auch nicht zu den Menschen, die mir vielleicht sehr, sehr, sehr nahe sind oder nahestehen, dann kann es auch tatsächlich passieren, dass man sich fragt, wer bist du eigentlich? Ich kenne dich nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich wirklich nicht weiß, was fühlst du eigentlich? Wer bist du eigentlich in deinem Inneren? Wenn du ehrlich zu dir selbst wärst auch, genau, ne? Und dann weil das alles geschützt ist hinter einem Schutzpanzer. Und das ist natürlich schade, auch gerade wenn man Beziehungen leben möchte mit so einem Menschen. Und dann ist es wunderschön, ihm dann eine Brücke zu bauen und ihn zu ermutigen, dort vielleicht einfach mehr im Außen von zur Verfügung zu stellen von diesen Gefühlen. Das heißt, du readest nicht nur? Also du bekommst jetzt quasi einen Klienten, der kommt zu dir, du readest den, du willst entsprechend mit dem auch irgendwas machen, du sagst, jo, das passt, das funktioniert, alles klar. Und dann schreibst du ihm quasi nicht nur das Reading auf, beziehungsweise readest ihn, sondern du hilfst ihm auch noch entsprechend. Also du ist dann nicht so, du gibst ihm das dann hin, nee, und sagst, genau, dann so, Paul, mach's gut, tschüss, ja, kümmere dich, sondern du bist auch dann noch weiter quasi, weil ich kann mir vorstellen, wenn es jemand bekommt, muss er doch unglaublich viele Fragen an dich haben. Ja. Wenn man, oder? Also wenn du das durchliest und dann ist doch so, wie, ja, aber Daniel, ich bin doch näher an Scheiß, bist du. So, also. Ja, also es entwickelt sich natürlich ein Gespräch. Immer, ja, und ich meine, auf alles kann man gar nicht eingehen, so bei so einem Reading. Dafür sind 2 Stunden tatsächlich auch zu wenig, aber das ist oftmals auch gar nicht notwendig. Wenn ich mich vorbereite und mir springt wirklich irgendwas offensichtlich ins Auge, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, ja, wenn ich sehe, diesen Menschen tut es äußerlich schon nicht, wirklich nicht mehr gut. Er ist so wrapped up in seiner Gefühlswelt und das ist vielleicht nicht nur mehr eine Schutzmauer, sondern es ist tatsächlich schon ein Gefängnis, aus dem er selber nicht mehr rauskommt. Dann tut es dem Menschen offensichtlich nicht gut und das wird auf Resonanz stoßen. Wenn ich dieses Thema anspreche bei diesen Menschen, dann fühlt er sich gesehen. Natürlich oft. Es löst ja auch was aus. Also ja, das ist ja dann auch, man spürt es ja auch in sich drin dann einfach. Genau. Und dann kommt man ins Gespräch und dann kann man darüber reden. Und dann schaue ich natürlich, und das mache ich im Vorfeld von einem Reading, wenn ich mich vorbereite, wenn ich weiß, ich will dieses Thema ansprechen, dann gucke ich auch, was hat dieser Mensch für Talente, um ihm eine Brücke zu bauen, um ihn zu ermutigen, dort was mitzunehmen, wo er sich sicher fühlen darf, weil er weiß, dass das kann, dieses Talent, und dann vielleicht diese Problematik, der mehr von Gefühlen im Außen zur Verfügung stellen, angehen kann. Dass du quasi einen positiven Rausgeher hast, immer. Ja. Ja, das ist und das ist auch ganz wichtig. Es ist die Ermutigung steht im Vordergrund. Es geht nicht darum, zu sagen, worin wir scheiße sind. Das wissen wir oftmals schon selber. Und weil das ist, was wir oft gesagt bekommen, sicherlich wahrscheinlich, ja? Also genau, und darin liegt diese Schönheit, den Menschen zu ermutigen, den Menschen sichtbar zu machen, indem man ihm sagt, was er für ein toller Mensch ist, was er für eine tolle Persönlichkeit ist. Auch wenn er diese Persönlichkeit vielleicht ein Stück weit auf seinem Lebensweg verloren hat, spürt dieser Mensch trotzdem, das ist wahr, wovon hier gerade geredet wird. Und das ist diese Seite, die ich vorhin sagte, die irgendwo tief in einem angeschlagen wird, wo man spürt, das ist meine Seite und das stimmt. Und so sichtbar gemacht zu werden, das gibt einem auch unheimlich viel Mut zurück. Mut in die eigenen Talente und
Potenziale zu vertrauen und dann auch, vielleicht auch neu rauszugehen mit einem neuen Selbstbewusstsein, weil man einfach sich traut, auch mehr wieder in die Sichtbarkeit zu gehen, als man es vielleicht vorher getan hat. Und es ist ja auch so, dass man, ich versuche es in Worte zu fassen, dieses, es ist super schwierig, ne? Weil wenn die, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, aber ich wird schon so sein, die dieses Gefühl noch nie hatten. Diese wohlige Wärme bei einer Aussage vom Gegenüber tief in sich selbst drin, wenn man dann merkt, krass, das trifft genau den Punkt. Also genau diesen Punkt. Und ich habe mich selbst vielleicht noch nicht mal getraut, das auszusprechen oder daran zu denken, aber es trifft. Und dann auch dieses Gefühl eben bewusst zuzulassen und wahrzunehmen. Und das lässt sich halt so super schwer beschreiben, wenn es wirklich Menschen gibt, die das Gefühl, ich hoffe es natürlich nicht, aber wird so sein, noch nie hatten. Deswegen ist das aber umso wichtiger, glaube ich, immer wieder zu verdeutlichen, sich zumindest mit sich selbst wirklich mal ehrlich auseinanderzusetzen. Und es ist halt die Betonung liegt ja auf ehrlich. So, und das ist, glaube ich, ein riesen, riesen, riesen Problem für viele, weil es eben auch wehtun kann. Und ich sag's noch martialischer, es wehtun wird. Aber wenn es halt an dem Punkt bereits ist, dann muss es das, glaube ich, auch, weil sonst kommst du halt nicht raus. Genau. Ja, es kann wehtun, aber es kann auch eine, eben aber diese wohlgemeinte, positive Bestätigung in der Persönlichkeit, das kann wehtun, gerade wenn du dein Leben lang gehört hättest, ey, Paddy, geh nicht auf die Bühne, du kannst das nicht. Ja, also du denkst doch nicht wirklich, ja, dass du auf die Bühne gehörst. Also, komm mal wieder runter, Mutig, ja. ja, komm mal wieder runter. So, und wenn du das aufgesaugt hast, dein Leben lang, und du hast es dich nie getraut, weil dein ganzes Umfeld dir dein Leben lang gesagt hat, du kannst es nicht, dann glaubst du das irgendwann. Das glaubst du. Und wenn du dann aber hörst, hey Paddy, du hast das Talent der Bühne, dann weißt du, dass es zu dir gehört und irgendwo du fühlst dich gesehen und vielleicht fängst du auch an zu weinen. Und das kann auch passieren in einem Reading, weil der Mensch sich einfach gesehen, das erste Mal vielleicht wirklich gesehen fühlt. Und dann vielleicht, hoffentlich, all seinen Mut zusammennimmt und dieses Talent der Bühne in seiner persönlichen Form, wie auch immer, dann traut sich umzusetzen oder zu leben. Das ist unheimlich schön. Und was mir auch sehr geholfen hat, ist, was ich im Rückblick so besser verstanden habe, weißt du, wir haben auch viele Eigenschaften, wo uns vielleicht gar nicht so richtig bewusst ist, dass wir da vielleicht extrem sind oder extremer als andere Sachen. Das So. höre ich sehr oft zum Beispiel. Ja? Also ich bin so ein, also das sagen sehr viele Menschen, dass ich bin so ein Upala, so ein 100 oder 0 Typ. Na, ich habe sehr, sehr extreme, ich bin ja auch jemand, der immer draußen unterwegs ist und deswegen musst du lachen, also was du vorhin gesagt hast, Ja. dieses, ich will nicht sagen, ich predige das, aber es hat für mich immer funktioniert und ich kann das aber auch und ich habe das Gefühl, ich bin mit mir im Reinen und ich kann mich eben angucken im Spiegel damit, wenn ich mich zum Beispiel, ich bringe immer dieses Beispiel, wo jetzt im Winter die Gyms noch zu hatten und ich hatte, dann hast du Sendung gemacht, 8, 9 Stunden, bist kaputt und bist um 12 abends noch im Studio gewesen und das Gym hatte zu, logisch, es war Corona und dann bin ich bei -10, 12 Grad noch in den Park trainieren gefahren und ich hatte keinen Bock mehr, ich war pisst, aber ich war halt trotzdem so und weil ich halt so dieses, ich bin so jemand, behaupte ich zumindest, ne, der sich so extremst unbarmherzig sich selbst gegenüber aber auch mal anfassen muss. Und das Wort, was ich immer gerne so nenne, diese Dreckfressmentalität haben möchte. Weil das ein Teil von mir ist und mich das dann und ich das nicht mache, um mich zu geißeln, um zu quälen, sondern weil ich halt weiß, wofür ich es mache, weil mein Warum ist halt klar und dieses Gefühl danach von diesem Stolz ist halt klar. Und dann gucke ich mich im Spiegel an und kann das eben auch und mache das halt aber eben aus einem Antrieb heraus, einem positiven Antrieb, auch wenn Leute dann vielleicht sagen, boah, Paddy, ey, du lebst so ein Extrem, also das ist komplett bescheuert. Ich mag's fast immer, so. Und der Rest ist Disziplin. Und aber ich kann mich aber angucken und weiß so, ey, ich habe aber auch einen Grad an Selbstliebe,
den keiner von außen sieht, aber ich weiß für mich, dass er da ist. So, und deswegen bin ich bei Extrem immer so, ja, Extreme. Ja, und das tut halt, und das hat mir auch unheimlich gut getan, diese Nuancen dann vielleicht auch festzustellen, okay, du hast erkannt, du bist ein Mensch der Extreme, ja, also du da ist wahrscheinlich die Bandbreite groß, du kannst vieles extrem, ja, und aber auch zum Beispiel wie, ich meine, das Gefühl von Ungeduld kennst du auch sehr gut. Ja, das wäre, ja, kenne ich auch sehr gut. Und du kannst auch stur sein. Und Ich nenne das gerne Prinzipienmensch, aber es ist wahrscheinlich dann genau das, ja. Also bin ich sehr, sehr... Und diese Awareness, die Awareness, die man dadurch selber vielleicht auch hat, ja, du musst das nicht ablehnen. Also zum Beispiel, tust du jetzt ja auch nicht. Also das gehe ich jetzt nicht davon aus, aber das könnte ja theoretisch sein. Ja. Also wenn du irgendwie vielleicht dein Leben lang gehört hast, ey, mein Gott, du bist, ey, also so ungeduldig wie du, das gewöhnt das mal irgendwie ein bisschen ab oder stur. Ist vielleicht Sturheit kann ja noch mehr negativ konnotiert sein, so, ja, aber irgendwie sei mal hier irgendwie nicht so stur oder so, ja. Du hast eine Tendenz in dir, du kannst stur sein. Und aber das ist auch, das darf auch sein, weil es zu deiner Persönlichkeit gehört. Es muss, man muss dann eher schauen, okay, dass ich weiß, dass ich stur sein kann, und aber dadurch, dass ich es weiß, eröffnet es mir dann ja auch die Möglichkeit, selber besser drauf zu schauen, in so einer Sekunde zu gucken, okay, warum bin ich jetzt gerade stur, indem ich mich selber reflektiere. Bin ich jetzt stur nur wegen der Sturheit wegen gerade? Genau. Oder hat es einen Grund? Dann würde ich diese Sturheit anfangen, verlierend zu leben, sag ich mal. Und weil man kann alles verlierend oder gewinnend leben. Und man kann auch die Sturheit gewinnen, dahin lebend, ja, weil Sturheit ist auch mal, kann auch angebracht sein. Allerdings ist es halt wichtig, diese Selbstreflexion irgendwo mitzubringen und diese Eigenschaften sich anzuschauen, oder auch Ehrgeiz. Ehrgeiz kann gewinnend gelebt oder auch verlierend gelebt werden. Wenn ich unheimlich ehrgeizig bin, Ehrgeiz selber ist völlig wertneutral erstmal, ja. Und ich kann aber so ehrgeizig sein, dass ich mich so dermaßen auf irgendwas fokussiere, dass ich anfange, mein Umfeld, meine Menschen außenrum, alles aus dem Blick zu verlieren, weil ich nur noch mein Ziel vor Augen habe und ich einen Haufen Schaden dadurch produziere, dann wäre es eher verlierend gelebt. Aber ich kann meinen Ehrgeiz auch absolut gewinnend einsetzen und ehrgeizig an einem Projekt dran sein. Und wenn ich weiß, dass ich die Tendenz in mir trage, vielleicht zu Sturheit, vielleicht zu einem zu krassen Fokus, Tunnelblick zu haben, dass ich andere Menschen aus dem Blick verliere, dann ist es wichtig, dass ich mich selber im Auge behalte. Und ich mich dann vielleicht auch ertappe, ich so, oh, Daniel, bin ich jetzt gerade mal wieder so dermaßen fokussiert, dass ich anfange, die anderen aus den Augen zu verlieren? Pass mal wieder ein bisschen auf. Ja? Vielleicht sollte ich da mal wieder mehr meine Talente leben oder irgendwelche Dinge, die mir Spaß machen, die mich mal so ein bisschen wieder aus meinem Tunnelblick rausholen. Und so kann man sich dann einfach besser im Blick behalten, darf auch die Sturheit oder solche Sachen annehmen, weil sie gehören zu mir. Und aber ich bin eingeladen, mich immer wieder auch selber zu hinterfragen, aus welchem Hintergrund lebe ich gerade die oder jene Eigenschaft? Warum lebe ich gerade sehr stur? Oder warum bin ich gerade stur? Warum bin ich so krass fokussiert und so weiter? Ja, und das ist einfach so schön, weil man sich besser dadurch erkennt. Oder, ja. Und wir kommen wieder dahin, auch dann sich entsprechend, ja, wieder besser im Spiegel anschauen kann, weil du mit dir mehr im Reinen bist. Ja. So, das ist dann, gehört einfach mit dazu. Ja. Eine Frage, die du ganz oft beantwortest und die du auch vorne im Vorgespräch mit einem Kollegen, der hier schon steht, auch beantworten musstest. Ja. Und es ist super geil, weil es halt wirklich passt. Leute haben Angst vor dir, weil sie glauben, du liest sie immer und man kann mit dir nicht mehr normal reden? Oder wie ist das? Also das gibt es tatsächlich. Und ja, die Frage ist auch berechtigt, und weil ich mir die gleiche Frage am Anfang auch gestellt habe. Ja. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich lese nicht. Oder wie soll ich das jetzt sagen? Wenn dein Blick auf die Menschen verändert sich, das ist definitiv so. Face Reading ist wie eine Sprache lernen. Und jedes Merkmal in deinem Gesicht hat eine Bedeutung. Und wenn ich dir jetzt, ich begegne dir das erste Mal und mir springen deine Augenbrauen entgegen und vielleicht dein Kinn, dein vorstehendes Kinn, dann weiß ich, weil ich es einfach gelernt habe,
Du bist ein Problemlöser. Ich habe es gerade mit einem Problemlöser zu tun. Also wenn du, ja, du kannst aus Zitronen Limonade machen und wenn dir ein Problem begegnet, dann ist dein Blickwinkel eher der Lösung zugewandt als dem Problem selber. So, ja, also du bist da einfach sehr optimistisch unterwegs und du kannst halt dadurch Dinge wieder machen, die für andere wieder sehr ja, begehrenswert sind. Und dieses Probleme, du isst manchmal vielleicht auch, man könnte sagen, ja, du isst Probleme zum Frühstück. Und das ist eine tolle, tolle Eigenschaft. Und das springt mich halt einfach an. Und das gibt mir natürlich eine Information über dich, dass ich ja schon natürlich auch irgendwo so ein bisschen weiß, mit wem ich es zu tun habe. Also Sourcest du dahingehend. vorher schon aus, wenn du jetzt, random Beispiel, du bist im Club, auf einem Netzwerk-Event, keine Ahnung, hast du dann schon so den Blick zu sagen, ey, ich bin ja offen für alles und so, komm mal, aber der, die und die an der Bar, das eher nicht so, oder? Ja, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Okay. Ja, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber es bietet schon die Möglichkeit, sich auf seinem Gesprächspartner anders einzustellen. Also wenn ich jetzt jemanden treffe und beispielsweise, und ich sehe, das ist ein totaler Verstandesmensch, der ist komplett im Verstand. Ja, für den ist die Welt des Anfassens viel wichtiger als seine Gefühlswelt, so sage ich jetzt mal. Und dann kann ich dem anders begegnen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem ein Gespräch führe und ich ihn dann frage, hey, was denkst du denn darüber? Dann fühlt er sich anders abgeholt, als wenn ich sage, wie fühlt sich das an Wie für viel? dich? Ja, verstehe. Ja? Und wenn ich aber jetzt einen Menschen begegne, der absolut in der Gefühlswelt lebt und für den der Verstand, ich will jetzt nicht sagen, nicht so wichtig ist, sondern weil es einfach ein sehr sensibler, feinfühliger Mensch ist, ja, sehr empathisch, viel wahrnimmt und einfach die Welt des Fühlens sehr, sehr wichtig ist, dann würde ich, wenn ich mit diesem Menschen rede, würde ich dann eher ihm diese Frage stellen, ja, wie fühlt sich das an für dich? Weil dieser Mensch sich mit der Frage besser abgeholt fühlt, als wenn ich sage, was denkst du darüber? So, also das hilft schon, sich auf Menschen einzustellen und das Gesicht verrät automatisch Eigenschaften über den ja, Menschen, mit dem man gerade zu tun hat. Aber, und vieles kann man nicht mehr abschalten, aber das ist auch nicht. Aber das ist, glaube ich, auch normal. Also, Ja. das, ich glaube, die Scheu ist einfach, oder die Kunst ist, was ist die Kunst? Eigentlich die Grundidee ist ja, als Gesprächspartner einfach sich vor Augen zu führen, dass das ja in dem eigenen Leben auch oft so ist. So, ich kann jetzt auch nicht sagen, ne, ich sitze jetzt hier und habe Angst, dauernd gelesen zu werden, weil andersrum zum Beispiel höre ich ja Radio, ne? Ja. Oder schaue mir irgendwelche Sportberichterstattungen an im Fernsehen Ja. und kenne da die Behind the Scenes. Und Ja. ich weiß, wie eine Radiosendung funktioniert, weil ich einfach 2 Wochen pro Monat einfach eine eigene Radiosendung mache und moderiere. Und ich weiß, wie das funktioniert, Gäste einzuladen, die zu bekommen, wie das ganze Kladderadatsch-Zeug draußen funktioniert, diese ganzen Beiträge. Ich höre Ems, ich höre Versprecher bei Moderatorinnen, bei Moderatoren, Ja. all das, wo alle anderen sagen, da war doch gar nichts. Ich so, ja doch, da hat er sich verdrückt und das Element sollte da nicht kommen und das lief gerade zu spät. Ja. Das heißt ja aber nicht, dass ich da mit Absicht so draußen unterwegs bin und mir Ja. denke, ha, du Flasche, ne? Genau. Sondern es ist einfach da. Und ich glaube, jeder hat doch, wenn du einen Bäckerei-Fachverkäufer siehst, ja, und der fühlt sich total ertappt von dir und Gott, darf ich überhaupt so reden? Ja, aber andererseits kann ja in keine Bäckerei reingehen, ohne sich zu denken, macht die Brotanordnung vielleicht so Sinn? Also saloppes Beispiel, keine Ahnung, aber jeder hat ja seine Bubble. So, und da ist es, glaube ich, ganz normal. Und bei uns ist es halt, oder vor allem bei dir halt, ne, weiß ich eben diese Kunst und diese Wissenschaft dahinter eben auf den Menschen bezieht, ist es, glaube ich, immer so, dass sich da die meisten Menschen halt ertappter fühlen und so, als eben, wenn es um Sachgegenstände und um Dinge geht, wo man eben so ein bisschen recency-biased ist. Ja, absolut. Und letztendlich, es ist auch, das ist ein Ehrenkodex oder ein wichtiger Ehrenkodex, der für Gesichtleser zugrunde liegt und den ich mir, der für mich auch sehr wichtig ist. Das heißt, sage nie jemanden irgendetwas über ihn, wenn du nicht gefragt wirst. So, Sowieso nicht. das ist super wichtig, ja. Und dann ist es auch fein. Es ist, ich meine, ich lese nicht permanent. Ich meine, wenn mich jetzt, ja, ein Mensch, wenn mich jetzt Augenbrauen anspringen wie bei dir und ich weiß halt einfach, okay, du bist halt ungeduldig, Ja, es ist ja auch so. dann weiß ich das halt einfach. Verstehst du? Ja, So, ist schön, das ist und schön. aber ich sag dir das ja nicht. Ich weiß halt Ja. einfach, du bist ungeduldig und ja, und aber
Oder ich weiß halt, dass du dich relativ schnell entscheiden kannst für Dinge. Du brauchst nicht ewig. Also du bist spontan und so, das ist halt einfach so eine Information. Ich weiß einfach so ungefähr, mit wem ich es zu tun habe und aber ohne, dass ich dir das jetzt dann sagen würde, wenn du mich nicht vorher gefragt hättest. Ja, ich meine, es ist ja auch dann, ne, du rennst ja nicht draußen rum und sagst jedem übrigens, ich bin Face-Reader. Das ist ja sowieso Quatsch. Daniel, wir könnten ewig weitersprechen. Ja. Das ist genau das Schöne, deswegen freue ich mich auch, dass du hier bist. Nichtsdestotrotz, wir machen hier einen Cut, an der Stelle natürlich, auch weil die Zeit schon wieder fortgeschritten ist. Und ich handhabe es immer gerne so. Mir ist egal, wie lang, mir ist egal, was du sagst. Mir ist wirklich, also du kannst Mama und Papa grüßen. Deine Frau, mir ist es komplett Wumpe, du kannst deine Website, deine Instagram-Seite, du kannst hier, es ist dein Lebensmotto, eine Message nach draußen. Vielen Dank an Ashley, dass du da warst. Ich halte jetzt komplett die Klappe, bis ich die Klappe mache. Und the stage is yours. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, die Bühne ist mir und was ich nach draußen geben möchte, ist ja das Gefühl, gesehen zu werden, ist sicherlich eines der Gefühle, was am schönsten ist, das zu fühlen. Und ich möchte jedem Menschen Mut machen, sich selbst zu vertrauen oder sich auch auf die Entdeckungsreise von sich selbst zu machen und zu gucken, wo liegen die Stärken und die Potenziale und sich darauf zu konzentrieren, egal was die Menschen außenrum sagen. Und ja, was soll ich sagen? Natürlich, wenn da Interesse besteht an dem Thema, sich weiter zu bilden oder einfach mal reinzulesen. Ich weiß nicht, ob du das verlinkst in dem Podcast. Du kannst ja meine Webseite verlinken und oder auch meinen Instagram-Account. Ja, macht euch auf die Suche nach euch selbst. Es lohnt sich, weil das ist, glaube ich, die schönste Reise und die schönste Suche, die man machen kann. Sich selbst zu finden und seine Talente und Potenziale zu finden und die weiterzuentwickeln und vielleicht auch sein Leben zu entrümpeln. Zu schauen, was gehört eigentlich zu mir, was nicht. Und wenn ich was entdecke oder entdeckt habe, was nicht zu mir gehört, weil es vielleicht von außen an mich herangetragen worden ist, dann schmeißt es raus aus eurem Leben, habt ihr Zeit für was anderes. Vielen Dank.